Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute teste ich für euch den Kultkuchen von Balsen, den Comtesse-Kuchen in der Sorte Baileys. Richtig gelesen. Und weil ich am Wochenende auf einem Festival war und noch so im Festival-Fieber, habe ich mir gedacht, setze mal den schönen Blumenkranz hier auf, um damit euch gleich ein kleines Kaffeekränzchen zu machen. Jetzt, heute, hier am Montag in meiner Mittagspause mit dem Baileys gucken. Ich werde nur ein kleines Stück probieren. Ich vermute mal auch, dass der Alkohol beim Backen zum größten Teil hoffentlich verflogen ist und man danach keine 3 Promille oder so hatte, wenn man hier ein Stück Baileys Kuchen isst. Das müsste eigentlich noch gehen. Diesen Kuchen bekommt ihr in den nächsten Wochen in den Supermärkten. Gestern ist er bereits auf Instagram geleakt bei Food News Germany, habe ich den Kuchen gesehen. Und genau von ihr habe ich auch diesen Kuchen zum Testen bekommen. Wie lieb ist das? Und nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Food News Germany. Heute extra hier mit Blümchen und gleich hier mit dem leckeren Törtchen. Mir ist, weil ich so ein bisschen trottelig noch unterwegs bin, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell Festival, viel Party gemacht, ist mir der Kuchen auch schon dreimal runtergefallen, leider. Ich weiß nicht, was los ist. Aber naja, vielleicht entschädigt ja der Blumenlook alles. Boah, wenn man jetzt hier riecht, ihr könnt es nicht riechen, aber das riecht schon mächtig geil nach Baileys in der Tüte. Und großes Kompliment für die Verpackung. Hier steht leicht zu öffnen und er ist auch leicht zu öffnen. So, wenn er nicht mehr ganz so schön aussieht, das Basel hat die Schuld, Food News Germany hat die Schuld, der Junkfood Guru war einfach ein bisschen zu angematscht. Und ich hole den jetzt mal hier raus und zeige euch den dann direkt in Großaufnahmen, ihr Lieben. Er hat leider ein bisschen gelitten, es ist ja auch sehr heiß heute, der arme Kuchen, aber ich schwöre euch, er riecht wirklich so unglaublich lecker nach Baileys. Ihr könnt noch die Schokolade oben drüber sehen, die wird normalerweise noch ein bisschen schicker aussehen, aber ich finde, dafür, dass der Junkfood-Kuchen heute so ein bisschen trottelig unterwegs ist, hat sich dieser Kuchen wirklich sehr, sehr gut gehalten und geschlagen. Oh mein Gott, Lieben, jetzt das erste Stück direkt vor der Kamera mit euch zusammen. Es riecht so lecker und der Kuchen fühlt sich so richtig schön sapschig an. Ihr wisst, was ich mit sapschig meine. Das ist ein Kuchen, der schön feucht ist und richtig schmackhaft, schmackofratz ist. Ui. Und ja, wer keinen Alkohol mag, sollte hier nicht zugreifen, denn der schmeckt schon, hat schon einen leichten Alkoholgeschmack. Aber jetzt nicht so wie bei Mancherie, also eine ganz dezente Note. Uiuiui. Ich finde ja von Comtesse, von dieser Marke, diesen Zitronenkuchen auch unglaublich abartig geil. Der ist so lecker und so feucht. Habt ihr da eigentlich auch Lieblingskuchen? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsfertigkuchen? Von denen gibt es auch normalen Marmorkuchen, Zitronenkuchen. Und jetzt, wie gesagt, die Sorte mit Baileys. Wer sie zuerst im Supermarkt findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Edeka, Rewe, Kaufland. Ich halte euch auch auf Instagram auf dem Laufenden und verrate euch natürlich auch, wie viele Punkte der Baileys-Kuchen ihr bekommt. Ich finde, der rundet das Sortiment perfekt ab. Ich bin nicht der größte Baileys-Fan, aber es schmeckt schon ganz interessant und ganz lecker. Der Alkoholgeschmack turnt mich immer so ein bisschen ab, muss ich sagen, auch wenn ich mit dem Blümchen sitze. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10, 8 Punkte. Baileys-Fans können ja auf jeden Fall zugreifen. Baileys-Fans würden garantiert, vermute ich mal, 9 Punkte geben. Oder vielleicht auch 8, weil sie sagen, nee, da kann noch mehr Baileys rein. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den auch mal getestet habt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!